Hallo, ich bin Simon und ich zeige euch mit diesem Video, was euch an dieser Schule erwarten wird. Außerdem wollen wir euch überzeugen, dass ihr genau auf diese Schule kommt. Also viel Spaß! Ausdrucken kann, von Malerei her, kochen und das einfach viel Spaß macht und man da seine Hobbys machen kann. Also, sie soll nächstes Jahr wieder ein Klassenvorstand sein und diesmal von einer Tablet-Klasse. Wie soll das so genau funktionieren? Also es soll so sein, dass jedes Kind dann seinen eigenen Laptop hat. Die Kinder sollen ein modernes, motivierendes Arbeiten mit dem Gerät kennenlernen. Zu Beginn wird natürlich einmal das Gerät angeschaut, wie das alles funktioniert. Anschließend werden verschiedene Tools kennengelernt, die den Arbeitsalltag erleichtern. Das Gerät soll dann nach und nach das Schulübungsheft ersetzen und die Kinder sollen natürlich selbstständiges Arbeiten damit lernen. Mir gefällt sehr gut, dass die Schule auch mal etwas Neues ausprobiert, wie zum Beispiel den Pooltag oder diese Zyklen, die wir jetzt haben und nicht immer nur das normale Schulsystem, einfach dem Volk. Und ja, das ist es eigentlich. Was erwartet denn die Kinder auf dieser Schule? Die Kinder erwartet ein vielseitiges, interessantes und sehr gutes Angebot im kreativen, musikalischen und sportlichen Bereich und bieten ein gutes und stabiles Fundament für ihren weiteren Bildungsweg. Welche Türen stehen denn den Kindern nach der NMS offen? Ja. Nach der Mittelschule Hammersdorf stehen den Kindern sämtliche weiterführende Schulen zur Verfügung und offen. Egal ob das höhere Schulen sind, ob das Fachschulen sind, ob das die polytechnische Schule ist, ob das ein Gymnasium ist. Und die Kinder bewähren sich in diesen Schulen auch sehr gut. Das wissen wir, weil wir viele Rückmeldungen von diesen Schulen bekommen. Wie sind den Schülern auf dem späteren Weg nach dieser Schule mit? Was wir den Schülerinnen und Schülern mitgeben, ist vor allem auch die Leidenschaft, mit der sie durchs spätere Leben gehen und die sie versprühen sollen, egal wie oft sie jetzt in ihrem Leben einmal abbiegen und wie viel sie in ihrem Leben probieren.